Jade. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? What's up, Skateboarder? Da wären wir am bekanntesten Spot der Welt. Magma. What's up, Skateboarder? Herzlich willkommen zu diesem neuen Spotcheck der Path hier. Und wir sind hier am wohl bekanntesten, größten und den meistbesuchtesten Skatespot der Welt. Und zwar das Magma in Barcelona. Es ist natürlich deswegen so bekannt und so gut besucht, weil es einfach erstens mitten in Barcelona ist. Ja, das ist das Museum hier von Magma. Und man hat einfach hier eine riesige Fläche von einem übertrieben perfekten Boden, so dass man halt einfach hier tatsächlich mit bis zu 500, 600, sogar manchmal 1000 Skateboardern hier ist. Es ist echt kaum zu glauben, was hier manchmal an einigen Tagen passiert. Das Ding ist so rappelvoll, dass es schon fast too much ist, hier zu skaten, weil einfach abends hier alles voll ist, voller Touristen und voller Skateboarder, und da fällt Trick nach Trick. Die meisten Pros sind auch immer wieder hier am Abhängen und am Skaten. Hier gibt es wirklich ja die meisten Tricks, die du so aus Barcelona siehst, sind oft vom Magma gefilmt. Wir wollen uns mal den Spot komplett angucken. Ich zeige euch alle Perspektiven, was es hier so alles gibt. Kommt mit. Natürlich das erste Geile, was einem auffällt. Man hat eine riesige Fläche, wo man einfach sehr viel Flat fahren kann, viele Skate-Sessions machen kann, einfach mit den Homies abchillen und ganz entspannt einfach mal hin und her rollen. Das ist schon mal das Erste, was nice ist. Man hat hier am Ende ist eine Fünferstufe, die man fahren kann, und es ist nicht nur die Fünfer, sondern erstmal geht die Fünfer von da hinten komplett bis hier, und hier ist noch so ein Blumenkügel, das habe ich auch schon öfter gesehen, dass Leute sogar hier so ein Grind machen und dann bis da hinten hin landen, genauso wie hier. Wir haben da hinten nochmal die Fünferstufen, plus hier ist noch so eine Ledge, die hier auch und da auch geskatet wird. Man kann definitiv geile Lines fahren, man kann da hinten irgendeinen Trick machen, weiterfahren, Flat-Trick machen und dann weiter zu den Fünfern. Ich denke, da habt ihr auch definitiv die eine oder die andere Line auf Instagram gesehen. Dann kommen wir mal zum Magma selber. Das Geile ist, hier gibt es sehr, sehr viele Optionen, wie dieses Ding hier, was so hoch geht und runter geht. Das heißt, man hat hier einen Curb. Und auch, das kann man auch als Manipad benutzen, und das geht halt immer kleiner und kleiner. Das heißt, man kann sich selber aussuchen, wo man reinspringt. Ist also super gut für Skateboard-Anfänger. Je weiter man da hier geht, desto kleiner wird das ganze Teil. Das heißt, man kann wirklich ganz, ganz unten beginnen, seine Ollies versuchen. Und dann kann man, wenn man hier immer höher und höher geht, wird man dann natürlich immer höher und höheren Ollie können. Und Manis kannst du natürlich machen hier um die Kurve und so. Schon mal ein sehr nices Ding, was ich auch in sehr vielen Videos gesehen habe, das sehr oft gefahren wird. Jetzt stehe ich direkt vor dem Haupteingang am Magma. Wie ihr seht, ist das Ganze abgesperrt. Man darf also nicht hier gerade reinfahren. Es wird dann einfach eine andere Uhrzeit geben, wo die Dinger wieder verschwinden. Man muss also genau gucken, man muss sich an die Locals halten, und dann weiß man, wann man genau fahren kann. Hier oben ist halt diese Eingangsfläche, was es hier so gibt, ist definitiv, man kann hier drüber springen, man kann hier über den Block. Man kann hier Nosebongs etc. oder komplett drüber springen, und dann geht es weiter da hinten zu den Fünfern. Das ist auf jeden Fall eine nice Line-Option, genauso wie hier dieses Lückending. Man kann definitiv hier grinden, wurde auch schon der ein oder andere Trick hier und da mal gemacht, der richtig krass war an dem Teil. Und hier gegenüber gibt es natürlich nochmal eine fette Ledge, die halt auch super alt ist. Ne? Das ist auch, man kann theoretisch von da hinten anfahren, hier drauf komplett durchgrinden. Und dann, ja, komplett durchgehen wird auf jeden Fall nice, weil das Ding ist wirklich sehr, sehr lang und auch schon krass gefahren. Aber ist definitiv noch möglich, sieht man zwar weniger wieder in Videos, aber ist definitiv ein Teil mehr. Genauso wie hier auf der anderen Seite, hier ist noch so ein Ding, was komplett unten anfängt, wie so ein Slappy, kannst direkt reinballern in den Nose Slide, in den Kegel und wo auch immer. Auch komplett durchgrinden. Schon mal diese Seite hier ist nice. Und wenn wir jetzt weitergehen auf die andere Seite, dann haben wir hier natürlich das große Curb, was halt am meisten gefahren wird. Das ist das hier, ne? Das kann man natürlich als Manipad benutzen. Das kann man natürlich hier als Curb benutzen.
Und das ist natürlich hier, wo wir uns jetzt hier befinden, das ist so das meiste, was hier gefahren wird am Makba. Und zwar diese Stelle hier vorne. Hier befinden wir uns jetzt oben auf dem Makba. Und natürlich hier wieder unglaublich krasses Flat, perfekter Boden. Das ist somit das Geilste, was es gibt. Und dann natürlich das Curb, was man hat. Das heißt, man kann Curb hitten, Flat-Trick, Curb hitten, perfekt. Die Curbs hier, damit ihr so ein bisschen auch ungefähr wisst, wie es mit den Curbs aussieht, wie hoch die sind, wie das aussieht. Also guckt euch das an, wenn ich hier sitze. Hier haben wir die Curbs. Wie ihr seht, die sind nicht so hoch, aber die sind auch nicht klein. Die haben schon eine sehr gute Höhe, sind hier mir ungefähr bis zum Schienbein. Es ist schon eine gute Höhe, aber das Problem ist, die Curbs sind wirklich, seht ihr diese Abgänge und Raufgänge wieder hier, das ist wirklich wie ein Cooping, ne? Und das ist auch alles sehr, sehr groß hier. Es ist jetzt nicht so, dass das ein bisschen klein ist. Ich weiß nicht genau, wie das auf Videoaufnahme rüberkommt. Es ist schon definitiv ein Riesenteil. Es ist ein riesiger Platz. Hier, seht ihr, da kommen schon die ersten Skateboarder. Wir haben gerade erst 10 Uhr morgens und schon geht's hier los. Also, das ganze Körper, guckt euch, wie lang das Ganze ist. Dann habt ihr hier noch diese Skulptur. Wird auch hin und wieder mal hier gedroppt. Und hier ganz am Ende ist noch die fette Ledge, die der ein oder andere auch noch sich rangenommen hat. Ach, hier ist auch nicht nur die Ledge, sondern auch die Stufen. Das sind die Stufen, wo man hier über das Ding springen muss. Haben wir auch schon einige Videos gesehen. Und dann natürlich die fette Ledge. Diese Ledge hier ist auf jeden Fall ein Brocken, ist so groß wie ich hier. Der Abgang ist auf jeden Fall harte Ansage. Wenn du hier einen Trick stehst, ist richtig heftig. Ist auf jeden Fall Do or Die Ledge. So hoch. Und natürlich ist das Curb auch Stein. Das heißt, wenn du reinkommst, grindet halt richtig krass Street Style. Das hört sich sehr, sehr nice an. So sieht das Ganze von unten aus, die Ledge. Dann hier, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8er. Das ist hier eine 8er-Stufe. Aber wenn man halt die 8er-Stufen skaten will, muss man definitiv vor dem Gitter abspringen. Sonst wird das nichts. Und mit dem Gitter, mit den 8ern, wird das ein ziemlich krasses Gap. Ich befinde mich jetzt hier an der Seite der Makba, weil hier ist noch Passports, gibt es einen drumherum sozusagen, die am Makba dran sind, die nicht direkt oben auf dem Platz sind, aber hier an der Seite, guckt euch dieses Curb erstmal hier an. Ja, das ist auch, es wird kleiner und wird dann immer wieder höher, hat man auch in einigen Videos gesehen. Und dann gibt es natürlich noch das hier, das ist aber brutal hoch, ich glaube auch nicht, dass das irgendeiner fährt. Hier ist halt auch nochmal, ist aber auch eingewachsen. Aber ist schon sehr, sehr hoch. Da oben schläft noch einer. Hier ist auf jeden Fall auch Dirty Barcelona Lifestyle. Makba gibt es ja schon locker über 20 Jahre. Und natürlich nach 20 Jahren hat sich auch hier einiges verändert. Hier fangen schon ein paar hier Platten aufzubrechen. Man muss hier auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht stecken bleibt. Genauso wie hier. Ne? Seht ihr auch, hier ist was kaputt, da ist was kaputt. Hier ist auch ein Stein komplett raus. Muss man definitiv aufpassen. Und ja, ganz, ganz zum Schluss ist auch ein Stückchen Stein weg. Makba ist schon so ein richtiger Streetspot. Es ist hier schon alles ziemlich perfekt, aber mit den Jahren ist der Spot auf jeden Fall nicht so perfekt geblieben, denn nach natürlich täglichem Skaten von hunderten Skateboardern über die letzten 20 Jahre ist natürlich der Spot etwas mitgenommen. Die Curbs sind auf jeden Fall nicht mehr so nice, wie sie einmal waren. Aber die Gaps, die Fünfer, das Ganze drumherum, Manipads und so, Flatfahren, es ist auf jeden Fall hier Beste. So wie ich das verstehe, ist hier eigentlich Skaten immer erlaubt. Es wird da toleriert von dem Museum. Und wir haben gerade schon 10 Uhr morgens und sind hier schon 6-7 Skater. 2 sind hier oben, 3 sind hier unten, da skaten noch ein paar. Es ist auf jeden Fall hier möglich, morgens anzukommen, schon zu skaten, bis komplett abends. Abends geht natürlich hier richtig die Luzi, da kommen alle Touristen hin, hier wird richtig gechillt. Und natürlich, was ihr auch vielleicht gesehen habt, schon in diesen Aufnahmen hier liegt der ein oder andere Müll schon hier rum, was aber gar nicht mal so krass von den Skateboardern ist. Natürlich mit auch auf jeden Fall, aber der größte Teil ist definitiv von den Leuten, die einfach nur hier rumhängen, Bierchen trinken und abchillen, und die machen den meisten Müll. Und abends, ich habe auch abends hier gefilmt, wir waren gestern schon hier, da habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, guckt euch das an,
Es ist alles voller Müll. Das Ganze wird sogar täglich zweimal hier komplett gesäubert. Da kommt hier so ein Reinigungsdienst und die machen alles komplett nass. Das wird immer so nachts gemacht. Ab 22 Uhr manchmal kommt auch Polizeibeamten. Die schicken auch hier alle weg. Dann wird alles sauber gemacht und dann ist alles hier komplett nass. Und am nächsten Tag ist eigentlich wieder alles super wieder schön. Zumindest bis zum nächsten Tag, wo wieder Leute ankommen und dann wieder Bierchen trinken, bla, Müll verbreiten. Und dann lässt man alles wieder hier liegen. Es ist schon öfter dazu gekommen, dass es gesagt worden ist, dass Makbar nicht mehr skatebar sein wird. Das gibt es immer und immer wieder. Jedes Jahr gibt es eigentlich solche Aufrufe, solche Ansagen, dass Makbar irgendwann und Skateboardern verloren geht. Es ist noch nie was passiert. Es ist auch noch nie irgendwas passiert, dass man hier gar nicht skaten darf oder dass es irgendwie irgendwelche speziellen Zeiten gibt, sondern es war bisher immer komplett skatebar. Ich habe auch gehört, habe mich hier erkundigt, dass die Skateboarder hier aus Barcelona sehr krass zusammenarbeiten mit dem Makbar und sich immer absprechen, dass die wollen wirklich, dass natürlich das für immer bleibt und sorgen sich um den Spot und versuchen alles dafür zu tun, in Kontakt zu bleiben, die Regeln zu respektieren und immer korrekt zu bleiben. Korrekt ist korrekt. Was man auch gut machen kann, ist, man grindet hier das Curb, man hittet das hier, macht einen Trick, dann fährt man hier weiter und dann ist hier noch so ein kleines Gap, was man noch machen kann. Wie gesagt, eigentlich sind die Dinger auch nicht immer da, die sind nicht immer abgesperrt, so dass man hier noch das kleine Gap hier fahren kann. Und wir gehen weiter mal, wieder mal an die Seite von Makbar und checken die Dreierblöcke. Da hinten ist Makbar, einmal hier drumherum, einfach nur an der Seite und schon sind wir an den Dreierblöcken. Da sind wir bei den legendären Dreierblöcken. Es waren mal vier Blöcke noch vor 10 Jahren, jetzt sind es Dreier. Richtig perfekt, perfekte Dreierblöcke, perfekte Architektur auf jeden Fall hier. Der Boden ist natürlich derselbe wie überall in Makbar. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, werdet ihr auch sehen, sogar auch hier oben ist die Anfahrt auch clean. Es gibt keine Kante vorher, das heißt alles ist möglich. Nolly, Fakie, alle Tricks sind komplett machbar. Und sehr, sehr viel Anlauf auch, wie ihr sehen könnt. Perfekte Dreierblöcke, perfekte Ausfahrt. Es geht so ein bisschen hier in die Bank. Es ist nicht ganz gerade, sondern es ist so ein bisschen geht es hier runter. Es ist auf jeden Fall das, nur muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Aber sonst sind die Dreierblöcke einfach perfekto. So sieht das Ganze von hier oben aus. Die sind überhaupt nicht weit. Die Dreierblöcke sind sehr, sehr kurz. Die sind eher hoch. Ne? Also das Problem ist hier nicht, es zu schaffen, rüberzukommen, sondern eher den Einschlag zu schaffen und dann diese kleine Bank noch mitzunehmen und dann unten weiterzufahren, ist eher hier die Herausforderung. Ja, auch hier an den Dreierblöcken ist natürlich das Problem mit dem Müll, aber wird hier auch gut sauber gemacht. Geil ist, es sieht so aus, als ob man sich nicht so krass wehtun kann, weil du rutschst schön hier. Das heißt, das ganze Gewicht, was du dann halt hast und die Geschwindigkeit, kannst du dich nice hinlegen, ist nicht so krass. Auf jeden Fall sehr geile Dreierblöcke. Muah. Ein Tag ohne Dreh ist ein verlorener Tag. Hier nicht. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer?